Gründer und Inhaber des E61, der besten Kaffees in Karlstadt. Das muss ich mal so sagen. Und ich freue mich auch, dass ihr heute mal auf die andere Mainseite und dein schönes, wie heißt das hier? Das ist eine Ape von Fiaccio. Eine Ape von Fiaccio. Eine Espresso-Bar für? Für Messen, für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern. Jawohl. Und so weiter. Und wie lange machst du in Karlstadt schon die Espresso-Bar? Also die erste Bar habe ich gegründet 2011. Ja. Im Oktober habe ich die eröffnet. Also über 5 Jahre jetzt schon. Und jetzt habe ich in der Hauptstraße im Oktober letzten Jahres noch eine Filiale sozusagen. Einmalig. Und jetzt, hast du ja sonst nichts zu tun. Das heißt, deswegen fährst jetzt noch wegen Meer entlang und du hast noch wegen Espresso verkaufen. So, also du bist der einmalige Kerl. Echter Franke halt. Da muss man mal sagen, großes Kompliment. Ich bin die Katrin. Genau. Und du und der Tom, ihr kümmert euch hier um den Laden sozusagen. Ich bin immer herumfrüh. Du bist immer herumfrüh. Du bist also verantwortlich für die Essenz der italienischen Lebensart. Für die obere Kaffeebar. Ja, der Tom, der Kaffee-Tom, der zukünftige Barista. Und Sie lieben den Kaffee auch hier vom E61? Ja, ist der beste in Karlstadt. Ehrlich? Ja. Ja, also gut, dann. Einen Osterhasen. Einmalig, schade das an. Du bist also hier der Steakmeister in Karlstadt. Ja, dafür bist du auch schon bekannt. Aber wie lange habt ihr schon auf? Eineinhalb Jahre. Und du bist der Fleischliebhaber. Ja. Ja, das wollte ich höher. Siehst du das genau und das geht's da. Und du hast uns aber schon gezeigt, was du da so. Da haben wir jetzt einmal ein Filetsteak in der Hand. Genau, das ist ein Rinderfiletsteak. Ja. Von fränkischen Rindern. Und, da kriegst du, und du hast so einen fränkischen Lieferanten, der das in bester Qualität. Und an uns weiterverkauft, genau. Und dann gereift. Das Rib-Eye-Steak, das ist zum Beispiel auch Dry-Age-Ware. Ja. Na, das verkaufen wir so. Weil was heißt Dry-Age? Dry-Age, das ist natürlich im Reifeschrank ist das gereift über 4 Wochen. Na, das, der wird also Feuchtigkeit entzogen. Alter und Trockenheit. Genau, das gibt und dann noch ein wenig, intensiver. Gibt noch ein wenig Fleischgeschmack. Genau. Also, ich möchte es heute mal probieren und außerdem möchte ich dir noch einmal auf die Finger schauen, wenn ich darf. Sehr gerne. Also, dann lass dich nicht aufhalten. Bis später. Schaff was. Tschüss. Tschüss. Da haben wir einen alten Franken. Ja. Alten Franken. Ein Chef vom Alten Franken. Ich weiß nicht, ich darf dich ganz dünn sehen. Jawohl. Unser Dünner und besser. Unser Dünner und besser. Auf jeden Fall nicht die Schöpfe. Ja, das schauen wir uns dann gleich an.
bist jetzt du schon da am Altfranken? Wir sind jetzt hier seit 14 Jahren auf dieser Wirtschaft. 14 Jahre? 14 Jahre, ja. Und ist noch keiner verhungert? Und nein. Du hast da noch kein Vergift? Nein, hat sich noch keiner beschwert. Hat sich noch keiner beschwert? Wunderbar. Nee, also du, eine wunderbare Pilzbar hast du. Das läuft. Das sind die legendären Schnitzel von Wolfgang. So, ja, da strahlt er. So, jawohl, ein Schnitzel so auszusehen. Jawohl, einmal. Karlstadt ist einfach klasse, muss ich sagen. Und der Zusammenhalt ist wichtig. Und ja. Wenn ich hier in Karlstadt immer alle Wörter, muss ja. Ich sagen, da kann sei was weg. Ja, da kommt nämlich das Fett raus, wie es gehört. Richtig. Respekt. Und da werden die schön knusprig, wenn man das schneidet und kaut jetzt. Jawohl. Das ist ein Hemd, so gehört's. Respekt. Bei dir geht das blaue Hemd auch weg, morgen. Morgen ziehe ich das blaue Hemd auch aus, versprochen. Gut, alles klar. Das nächste Mal auch rot-weiß. Gut, alles klar. Das ist ein Hemd, sauber. Was Gescheites, oder? Karlstadt von seinen schönsten Seiten. Jawohl. So, jetzt sind wir in der Rose. Und jetzt überfallen wir mal den Florian. Aha, da ist er schon. Hallo. Du bist also der Küchenchef und Mitinhaber. Jawohl, genau. Sauber. Und was sind deine Spezialitäten? Meine Spezialitäten sind fränkische, ausgemachte Klassiker. Also ihr seid dafür bekannt, viel aus der Region. Jawohl. Alles, was geht aus der Region. Genau. Na gut. Also ich schaue mir das heute mal an, weil ich mir gedacht habe, ich gehe also nirgends zum Essen, wo ich nicht in der Küche war. Also Ochsen bei dir ist was ganz Feines, das liebe ich. Einer der Chefs, ne? Wolfgang und Florian. Erst einmal Kompliment, schon mal fränkisches Hemd an. Auch deine Tischdecken draußen fränkisch, also bin ich schon mal begeistert. Ne? Und wir wollen heute mal wegen, ich werde mal was essen bei dir, werden wir testen. Ich habe auch schon mal in der Küche rumgestöbert, also es hat ganz gut ausgeschaut. Antonia, ja. Auch mit einer fränkischen Bluse, schön. Also Antonia, ich wünsche dir viel Spaß heute Abend. Dankeschön. Ich werde euch nicht aufhalten. Ne? Okay. Na Wolfgang. Mit Spätzle. Ja, das sieht schon mal gut aus. Salat. Sehr schön. Guten Appetit wünsche ich. Da bin ich gespannt. Also, Salat wunderbar, Fleisch wunderbar, Rahmschnitzel, handgeschabte Spatzen, schön mit Butter angerüstet und eine fränkische Tischdeko. Das gefällt mir. Da kommt unten noch mehr raus, guck. Grausalat frisch, Karotten frisch, nichts aus dem Glas. Das ist echtes 24-karätiges Blattgold. 24 Karat echtes Blattgold, jawohl. Ein Wahnsinn. Das gibt es nur in Kasch im E61. So ist es. Du bist der Wahnsinn, zeige mal. Einmal. Das ist was für Mädchen, ne? Ha? Ja. Ist das fein? Gell, du stehst auf sowas. Schmeckt sehr Blattgold. Lecker.
sehr lecker. Ist schon Wahnsinn, ehrlich? Und das gibt es nur hier, ne? Ja. Einmal. Das ist immer. Okay, du trinkst deinen Kaffee auch da beim Norbert? Nur. Also Harley-Fahrer, für Harley-Fahrer ist das auch absolut der absolute Kaffee. Absolut geeignet. Ja, schön. Du bist aber freundliche, hä? Absolut. Bist du schon lange da? Ja, ein bisschen. Bisschen? 3 Monate, 4 Monate jetzt. Hauptberuflich? Nebenberuflich. Du bist quasi die... Eigentlich Studentin und nebenbei so ein bisschen. Charmanteste Kaffeetante von Karlstadt. Absolut, ja. Sehr schön. Also dann herzlichen Dank. Bitteschön. Der bekannteste Karlstadter, den ich kenne, und der netteste, das ist der Putzer, kennt jeder. Und ein Drecksack. Was, und ein? Und ein Drecksack bin ich. Ein Drecksack bist? Der ständische Drecksack. Der Putzer hat gesagt, nee. Das hat jemand Geburtstag. Ja. 65 Jahre, nicht so schön an, herzlichen Glückwunsch. Na, wenn schon, denn schon. Na, jetzt, okay, Alter. Jetzt ist es raus, Mann. Echte Karlstadt, ne? Ja. Also. Thank you.
trinke. Ist das meins? Ja, gib's her. So, das ist jetzt der Franz aus Österreich, oder? Na, Franz hat nicht. Alle Altersgruppen. Alle Altersgruppen, genau. Sag ich mal, ja, ja, das ist ein Alter, der Junge ist ein Alter. Ja, das sind auch heute. Ja, alle Altersgruppen. Also es ist nicht so, dass die Leute mit dem Handy kommunizieren, was ich jetzt schon mal sehr, sehr toll finde. Jawohl. Das war geil.